Schwerpunkt der heutigen Folge sind Umleiterverkehre und Einzelstücke an der rechten Rheinstrecke. Genauer gesagt geht es um den Streckenabschnitt von Linz bis etwa Neuwied. Ergänzend zum sonst üblichen Personennah- und Güterverkehr läuft im Moment auch Personenfernverkehr über die rechte Rheinstrecke. Ansonsten werden in diesem Film noch der ein oder andere Blick auf bzw. dicht neben die rechte Rheinstrecke geworfen. Natürlich passiert das immer unter der Maßgabe, das könnte interessant für die Modellbahn sein. Falls irgendwen der ein oder andere Filmabschnitt nicht interessieren sollte, immer dran denken, in der Videobeschreibung ist ein anklickbares Inhaltsverzeichnis. Damit könnt ihr vor- und zurückspringen, wie ihr wollt. Also nicht nörgeln, das interessiert mich nicht, sondern einfach selbst aktiv werden. Auf diesem Kanal werden Filme zukünftig in mindestens zwei Auflösungen angeboten. Dieser Film ist die 4K-Variante. Wer den Film ohne Werbung sehen will, muss ein YouTube-Premium-Abo abschließen. Alternativ können die Filme auch bei mir zum Download bestellt werden. Die Filme sind dann ohne Werbung, ohne Eigenwerbung und ohne Abo-Aufforderungen und so ein Kram. Wie so eine Bestellung abläuft, wird in einem separaten Film erklärt. Einen Link zu diesem Film findet ihr oben rechts in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung. So, und jetzt mal im Schnellformat. Bewerten, abonnieren, Glöckchen klicken und meinen anderen Kram angucken. Das war's. Viel Spaß beim Film und glaubt nicht alles, was ich sage. Oder denkt zumindest über das Gesagte nach. Alltäglicher Verkehr. Jetzt erstmal ein Blick auf das, was üblicherweise auf der rechten Rheinstrecke so rumfährt. Eine 151er Doppeltraktion sieht man nicht mehr so häufig wie früher, aber gelegentlich kommt sowas schon noch vorbei. Die gesamte Szenerie ist im Prinzip für Modellbahner recht interessant. Aber am interessantesten finde ich das Gestrüpp rechts von der Strecke. Die für Modellbahner besonders interessanten Aspekte werden am Ende des Films übrigens nochmal separat gezeigt. Auch dieser Blick bietet vielfältige Vorbilder und Anregungen für Modellbahner. Die Triebzüge der Baureihe 425 sind wirklich alltäglich auf der rechten Rheinstrecke. Aber die Topografie der Landschaft und die Färbung der Bundesstraße sind für Modellbahner interessant. Umgeleiteter Verkehr. Interessant, aber selten ist eine 101 auf der rechten Rheinstrecke. Mit der Begründung Umleiterverkehr lassen sich übrigens auch für vorbildorientierte Modellbahner die seltsamsten Zugkombinationen auf der Modellbahn rechtfertigen. Auch solche ungewöhnlichen Situationen wie E-Lok-bespannte Züge auf nicht elektrifizierten Strecken können vorkommen. Diese Züge werden dann halt eben von Diesellokomotiven über den nicht elektrifizierten Bereich gezogen. Eine, wie ich finde, sehr interessante Option für Modellbahner, die sich die Oberleitung sparen wollen.
Bahnhof Neuwied an der rechten Rheinstrecke. Eigentlich hatte ich die Fotoausrüstung schon zusammengepackt und bin über den Busbahnhof zum Auto gegangen. An der Stelle, wo jetzt der rote Pfeil zu sehen ist, standen drei Leute und unterhielten sich. Einer stellte die Frage, was macht denn die Dicke hier? Dabei guckte er in Richtung der Gleise. Das machte ich dann auch mal und entschloss mich sofort, die Fotosession noch ein wenig zu verlängern. Die Dicke war natürlich eine Baureihe 101 und die ist auf der rechten Rheinstrecke nicht so häufig zu sehen. Es reichte gerade noch, um die Kamera auszupacken, aber für ein Stativ war keine Zeit mehr. Also sind die Aufnahmen leider etwas wackelig geworden. Mit modellbahngerecht unverminderter Geschwindigkeit rauscht ein Güterzug durch den Bahnhof Neuwied. Der Triebwagen Richtung Trier dürfte normalerweise auch eher auf der anderen Rheinseite unterwegs sein. Ein Triebzug der Baureihe 425 auf dem Weg nach Koblenz. Und hier nun die letzten Ausläufer des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Die Verbindung Neuwied-Frankfurt-Main-Hauptbahnhof.
Raritäten im Bahnhof Neuwied. Ein gewisses Schattendasein fristen in Neuwied ein paar Raritäten, die ich da gar nicht erwartet hätte. Da ist einerseits die V65 der Brohltal-Eisenbahn und andererseits der Besichtigungswagen 395. Quasi ein umgebauter Schienenbusbeiwagen. Aber der Reihe nach widmen wir uns erstmal der V65, die eigentlich gar keine V65 ist. Die Vordächer am Führerhaus verraten, dass es sich um die Privatbahnvariante der V65 handelt. Genau genommen ist das eine MAK 600D, aber wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Papiertaschentücher werden ja auch allgemein Tempos genannt. Leider waren die Lichtverhältnisse gegen Licht und Schlagschatten nicht wirklich optimal. Aber die Seltenheit der Fahrzeuge legitimiert wohl, auch Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen von diesen Fahrzeugen zu veröffentlichen. So, und jetzt wenden wir uns mal dem ehemaligen Schienenbusbeiwagen zu. Das Ding hat eigentlich auch eine relativ bewegte Geschichte hinter sich. Nach der Ausmusterung in den frühen 80er Jahren wurde der Wagen erst zum Tagungswagen umgebaut und fand später eine Verwendung als S-Bahn-Tagungs- und Bereisungswagen. Mit diesem Wagen waren wohl die Verantwortlichen des DB Neubauamts Düsseldorf unterwegs zur Baustellenbesichtigung. Die Bilder, die ich von dem Wagen aus der Einsatzzeit kenne, zeigen ihn eigentlich immer in so einer Art Bauzug. Der Besichtigungswagen wurde eingerahmt von zwei Rungenwagen und das Ganze wurde gezogen von einer Baureihe 212. Das ist eigentlich ein ideales Motiv für eine Modellbahn. Speziell bei größeren Nenngrößen könnte der Wagen echt Farbe ins Spiel bringen. Aber mir ist in keiner Nenngröße auch nur ein einziges Modell von diesem Wagen bekannt. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Für Modellbahner besonders interessant. Durch solche wildwuchernde Gebüsche neben Eisenbahntrassen könnten viele Modellbahnanlagen wirklich nachhaltig gewinnen. Hier mal eine kurze Zwischenbetrachtung, wie groß Bäume werden können. Wobei, das Ding hat ja nicht nur einen Stamm, das hat mehrere. Das ist also eigentlich ein Strauch. Ganz beachtlich. Ganz beachtlich finde ich in diesem Bild auch die Menge der schwarz-gelben Warnflächen. Sowas macht auf Modellbahnanlagen, die die Gegenwart darstellen, auf jeden Fall ganz schön was her. So, das war's wieder mal. Das war ein Film von Thorstens Muba-Planungsdienst. Den nächsten Film gibt's am Donnerstag, vielleicht auch am Montag. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt. Damit meine ich übrigens nur wirklich neue Filme und nicht alte Filme in neuer Auflösung. Ansonsten wäre jetzt die Gelegenheit, sich die Playlist zu diesem Film anzugucken. Oder zumindest einen Teil daraus.